Ich habe drei Tunnel markiert, die von dieser Höhle wegführen. Ist einer von ihnen mit einem Ausgang verbunden? Das kann ich nicht sagen. Meine Sensoren werden von einer Vielzahl von Biosignaturen überflutet. Oh ja, das sind die Eltern der Krabbler, die du gerade abgeknallt hast. Die sind jetzt wahrscheinlich wütend. Was? Du meinst, die wir gerade erledigt haben, waren die Babys? Am besten nicht rumtrödeln. Muss ich zustimmen. Höhlenkrabbler betäuben und fangen ihre Beute, indem sie den säurehaltigen Inhalt ihres Verdauungstrakts ausstoßen. Wir reden also nicht über Spucke? Technisch gesehen nicht. Okay, wow! Wand sieht vielversprechend aus.
gutes Gefühl. Mehrere Krabbler nähern sich. Wir steuern direkt auf ein Nest zu. Sag mal, Rededings, was weißt du noch über Krabbler? Sie ernähren sich hauptsächlich von einer rattenähnlichen Pelztierart, die hier heimisch ist. Darf ich daher vorschlagen, den Horak als Ablenkung für die Krabbler auszuwerfen? Komm schon, Heischer, versucht nur das Positive zu sehen. Ich verstehe den Vorteil von willkürlicher Begeisterung nicht, aber ich bin ja auch nicht derjenige, der ein Leben zu verlieren hat. Wir sind wieder am Anfang. Das war aber trotzdem eine schöne Route. Geht's nur mir so oder sieht das so aus, als würde dieser Weg zu einem Ausgang führen? Das ist der einzige Tunnel, den wir noch nicht überprüft haben, also hoffen wir das mal.
Statik in diesem Bereich ist nach wie vor instabil. Ich empfehle, einen geeigneteren Weg aus unserer derzeitigen Lage zu finden.
Essen. Die Party geht weiter. Mein Schiff ist gleich da drüben. Alec, glaubst du, dass Daryl uns beide hergeschickt hat, damit wir hier sterben? Ich hing lange genug in dieser Höhle, um gründlich darüber nachzudenken. Ich habe daran keinen Zweifel. Hey, Adam, weißt du noch, als wir auf der Inari-Sternbasis gebechert haben? Oh ja, schöne Erinnerungen. Ich weiß, wie du wirklich bist. Ein ganz wilder nach ein paar Damana-Steikiris. Jedenfalls nicht. Was? Aber ich habe ihn extra an einem Ort abgestellt, an dem ich ihn schon von ganz Weitem sehen kann. Ja, du und alle anderen. Ich registriere ein ziviles Schiff auf einem scheinbar nicht allzu weit entfernten Schrotthaufen. Schrotthaufen? Bitte? Hast du eine Ahnung, wer hier draußen aufräumt? Das könnten die Okka sein. Sie ziehen es vor, den Ort von neuen Siedlern sauber zu halten. Oh Mann, allein die Lackierung hat mich ein Vermögen gekostet. Eif, halte Ausschau nach Okka. Ich bin immer wachsam. Das Stück kannst du laufen, oder? Ja, das reicht schon, Kumpel. Du bist der Beste. Jetzt muss das Cockpit nur noch von den Flöhen befreit werden. Schön, dass ihr wieder zusammen seid. Ich gehe rüber und bringe es zum Laufen. Mein Funkgerät ist an. Wir können also weiterreden. Werde ich jemals wieder Frieden finden? Sag mal, Alec, womit hast du diesen Daryl so verärgert, dass er dich in eine Falle schickt? Ja, das muss ich noch herausfinden. Ich weiß es nicht genau. Was ist mit dir? Ich weiß nicht. Ich habe nach einem Typen namens Maddox gesucht. Maddox? Der Rahmenkoch, der Rahmen nicht ausstehen kann? Was? Der Typ? Ja, die ganze Rahmensache ist nur eine Tarnung für Mr. Katos Kurierdienst. Maddox benutzt sie, um illegale Ausrüstung zu reparieren und sie mit seinen Rahmenlieferdrohnen durch Prescott zu schmuggeln. Dafür bekommt er oft seltenes Zeug von Mr. Katos Partnern. Verdammt! Sie haben mein Schiff blockiert! Eine Gruppe automatisierter Okka-Einheiten nähert sich gerade. Alec, kommst du frei? Ja, Sekunde! Ich verschaff dir etwas Zeit. Da kommen sie. Hey, ihr Echsen! Ich will hier nicht siedeln oder Verträge verletzen. Ich brauche nur mein Schiff zurück, okay? Keine Chance, die sind automatisiert. Zu dumm, um dich überhaupt zu verstehen. Hier lassen und wegspringen. Komm schon, Alec, warum dauert das so lange? Das Knacken von Klemmen ist eine Kunst, mein Freund. Es braucht Zeit.
Archer! Du kannst dir jetzt Zeit lassen, Alec. Sie sind alle weg. Siehst du, am Ende geht es immer gut aus. Okay, hör zu, ich muss nach Prescott und diesmal wirklich mit Maddox reden. Wer ist dieser Mr. Kato, von dem du gesprochen hast? Mein neuer Chef in Prescott. Ihm gehört das große Casino. Daryl ist seine rechte Hand. Er hat seine Finger überall in Prescott. Aber niemand darf darüber sprechen. Unter keinen Umständen. Oh Mist! Jetzt weiß ich, warum Daryl mich loswerden wollte. Du musst erst einmal auf mich verzichten, Adam. Danke für die Rettung und so. Ich würde auch gerne weiter über die guten alten Zeiten plaudern. Aber ich muss mir ernsthaft Gedanken über meinen nächsten Schritt machen. Ein paar Slam Brewies auf dem Bishop Raumhafen sollten meine Gehirnzellen in Schwung bringen. Verstehe. Viel Glück und danke, Kumpel. Es war schön, dich wiederzusehen. Ich habe deine Signatur, falls ich dich mal wieder brauche. Pass auf dich auf, Alec. Also gut, Hive. Fliegen wir zurück nach Prescott und finden endlich diesen Maddox-Typen.
keine Ahnung, dass du ein Klon bist? Da musst du nachsichtig mit ihm sein. Er ist ein Chaot mit Herz. Er bewegt sich auf einer anderen Wellenlänge. Eindeutig eine gestörte Wellenlänge. Ich empfange eine GNB-Nachricht auf der öffentlichen Frequenz. Sie warnen, dass feindliche Einheiten im Sito-System an Kampfkraft gewonnen haben. Die Outlaws haben also aufgerüstet. Wird GNB nachziehen? Ja. Darauf musst du dich einstellen, wenn du das nächste Mal ins Sito-System reist. Escort-Sternenbasis. Ja, ja, Hive. Ein verfluchter Ort voller Abschaum. Das kennen wir schon. Wir stellen uns Maddox vor und hoffen, dass er nicht wieder versucht, uns auszutricksen. Verzeihung, Sie können hier nicht andocken. Der Landebereich muss sofort geräumt werden. Ich erwarte jeden Moment eine wichtige Lieferung. Hör nicht hin. Sein sensibles Cyberhirn kapiert nicht, dass die Lieferung schon vor Tagen hätte ankommen müssen. Das System macht solche Fehler nicht. Man hat uns sogar benachrichtigt, dass sie im Lieferlimbus gelandet ist. Du hast es selbst gelesen. Da steht, die Dosen hängen an der Grenze zu Sarkov fest. Wahrscheinlich machen sie schon kleine Dosenbabys und planen ihren Dosenruhestand. Kann ich irgendwie helfen? Fracht aus einem Grady & Brunt Lagerhaus zu entwenden ist illegal. Ist es. Aber manchmal gehen Dinge verloren? Keine Ahnung. Was meinst du? Kommt vor. Sprichst du aus Erfahrung? Von Dingen, die von Stationen verschwinden? Könnte man sagen. Wie wäre es, wenn ich dir die Kennung der Lieferung gebe? Und wenn du zufällig drüber stolperst, gibst du uns Bescheid. Bemerkenswert, wie schnell die Leute sich dir anvertrauen. Vielleicht wirklich einfach vertrauenswürdig. Oder wie ein Auftragsdieb. Wen haben wir hier? Ein schickes Kampfschiff, Adleraugen und der Gestank eines byronianischen Balkhorns im Frühling. Du bist ein Söldner, richtig? Ja, bin ich. Gut, wir haben ein paar Aufträge am schwarzen Brett, aber ein Job hat Priorität vor allen anderen. Eine Outlaw-Gang hat gerade ein paar fahrende Händler überfallen. Wir wissen, wo sie sich verstecken, aber mein Team und mich würden sie Lichtjahre im Voraus kommen sehen. Okay, ist so gut wie erledigt. Gut. Du findest sie in den Höhlen auf der Schmugglerroute. Hier sind die Koordinaten. Laut meinem Display haben Sie einen besonderen Auftrag zu vergeben. Das stimmt. Es geht um eine Extraktion im Yawen-Orbit. Wir haben einen Kunden, der bereit ist, großzügig zu zahlen. Yawen? Das ist Outlaw-Gebiet, oder? Ja, mehrere Gangs haben sich zusammengeschlossen und dort angesiedelt, um sich gegen die Ocker zu wehren. Sie trauen sich gegenseitig nicht über den Weg, halten gegen ungebetene Eindringlinge aber zusammen.
Und was genau soll ich extrahieren? Daten. Es gibt nur ein Problem. Mein Klient hat nicht gesagt, um was für Daten es sich genau handelt oder welche der Outlaw-Gangs sie hat. Um sicherzugehen, muss jemand alle Stationen einzeln hacken und runterladen, was auch immer er findet. Ich muss also im Trüben fischen. Muss ich noch was wissen? Nur, dass du in der Nähe des Servers bleiben musst, sobald die Sicherheitsüberbrückung begonnen hat, weil sonst die Verbindung abbricht und du von vorne anfangen musst. Also, wie sieht's aus? Was, wenn ich mit den ganzen Daten zurückkomme und die gesuchte Datei eures Klienten nicht dabei ist? Er zahlt trotzdem. So ist es abgemacht. Sollte er besser. Alles klar, ich gehe der Sache nach. Gut. Pass auf dich auf. Den Laden geschlossen. Ich habe ihn wohl wirklich aufgescheucht. Der Horak hat erwähnt, dass Maddox Lieferdrohnen für den Schmuggel benutzt. Dürfte ich vorschlagen, eine zu finden und ihr zu folgen? Bei diesem Verkehr? Na, ein Versuch ist es wohl wert. Ich habe eine gefunden. Folgen wir ihr. Würdest du mich bitte daran erinnern, warum wir uns all diese Mühe machen? Ich habe Dex versprochen, das durchzuziehen. Und dieser Job ist eine Gelegenheit, die man nur einmal im Leben bekommt. Du verwendest viel Energie darauf, diesen Mann zu erreichen, der nicht erreicht werden will. Noch eine Drohne. Die Drohne ist in einem nahegelegenen Hangar verschwunden. Okay. Ist das ein Schiff? Lass uns hier andocken und es rausfinden. Du schon wieder? Verdammt! Warte, ich will nur mit dir reden. Ich bin weg. Nein, warte. Hat er uns gerade eingeschlossen? Ja. Alle Tore zu diesem Bereich sind fest verschlossen. Kannst du sie nicht einfach aufhacken? Nur Lieferdrohnen besitzen die Codes dafür. Oh ja, klar. Noch mehr Lieferdrohnen. Hat wunderbar geklappt. Irgendeine Spur von Maddox? Ja, das Schiff, das du suchst, ist doch da, ganz in der Nähe. Alles klar. Wir müssen vorsichtig sein, sonst entwischt er uns. Verdammt nochmal, du lässt nicht locker! Maddox, Dex schickt mich. Als ob du Dex kennen würdest. Er würde mich nie verraten. Wow, war das eine Rahmendrohne? Ja, ich habe die beste Brühe für Quellgeister wie dich aufgespart. Irgendwann gehen dir die Suppenbots aus. Verlass dich nicht darauf. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du ein Umami-Konnoisseur. Ich kann nicht lange mithalten, wenn meine Booster ständig aufladen müssen. Er initialisiert seinen Sprungantrieb. Dann nichts mehr hinterher, verdammte Booster. Wenn es nötig ist, kann ich deine Triebwerke kurzzeitig übertakten.
Das verlängert zwar deine Boostfähigkeiten, kann aber die Stabilität und die Routinen des Schiffes ernsthaft gefährden. Gut zu wissen. Nützt aber nichts, wenn ich ihn nicht einhole. Bekannten Koordinaten des Rahmenkochs auf dem HUD markiert. Das muss der Typ sein. Schnappt ihn euch! Und wer seid ihr jetzt? Wie wäre es, die Strategie von naivem Fragen auf Ausweichmanöver umzustellen? Ziele. Die Panzerung ist weg. Ich bin völlig ungeschützt. Du hast definitiv. Das wäre erledigt. Aber wo ist Maddox? Die Koordinaten, die ich angegeben hatte, könnten immer noch gültig sein. Übertakte meine Booster. Jetzt! Unbegrenzter Boost aktiviert, Routinen deaktiviert. Maddox, hör doch zu! Wie soll ich es dir noch deutlicher machen? Du bist nicht mein Typ! Dex hat mich gebeten, dich zu finden. Das ist die Wahrheit. Wie lautet dann das Codewort? Ich weiß es nicht. Er ist gestorben, bevor er es mir hätte sagen können. Er ist tot? Du hast ihn getötet, oder? Nein, du verstehst mich völlig falsch. Ich bin auf deiner Seite. Er versucht uns hier drin abzuhängen. Er und ein ganzes Bataillon von angeheuerten Outlaws, wie es scheint. Sag mir nicht, dass das alles deine Jungs sind, Maddox. Sind sie. Sie gehören zum Job. Die Schmugglersache. Du stellst wirklich zu viele Fragen, Junge. War das nicht die erste Frage, die ich ihm je gestellt habe? Das könnte sein. Dann hört er gar nicht zu. Schätzen. Ich steh.
Da ist er. Maddox, warte. Hive, übertakte meine Booster. Jetzt. Unbegrenzter Boost aktiviert, Routinen deaktiviert. Maddox, hör doch zu. Wie soll ich es dir noch deutlicher machen? Du bist nicht mein Typ. Dex hat mich gebeten, dich zu finden. Das ist die Wahrheit. Wie lautet dann das Codewort? Ich weiß es nicht. Er ist gestorben, bevor es mir hätte sagen können. Er ist tot? Du hast ihn getötet, oder? Nein, du verstehst mich völlig falsch. Ich bin auf deiner Seite. Da ist er. Maddox, warte! Hive, übertakte meine Booster. Jetzt! Unbegrenzter Boost aktiviert, Routinen deaktiviert. Maddox, hör doch zu. Wie soll ich es dir noch deutlicher machen? Du bist nicht mein Typ. Dex hat mich gebeten, dich zu finden. Das ist die Wahrheit. Wie lautet dann das Codewort? Ich weiß es nicht. Er ist gestorben, bevor es mir hätte sagen können. Er ist tot? Du hast ihn getötet, oder? Nein, du verstehst mich völlig falsch. Ich bin auf deiner Seite. Er versucht uns hier drin abzuhängen. Er und ein ganzes Bataillon von angeheuerten Outlaws, wie es scheint. Sag mir nicht, dass das alles deine Jungs sind, Maddox. Sind sie. Sie gehören zum Job. Die Schmugglersache. Du stellst wirklich zu viele Fragen, Junge. War das nicht die erste Frage, die ich ihm je gestellt habe? Das könnte sein. Dann hört er gar nicht zu. Schützen. Ich stehe unter dem Schuss von Mr. Kato. Hab ihm Bescheid gesagt und Hilfe bekommen. So einfach ist das. Ich dachte, du hast nur Sachen für ihn transportiert. Vielleicht. Und vielleicht schätzt er meine Arbeit einfach nur sehr. Vielleicht. Werden zurückgesetzt, Abkühlphase eingeleitet. Nein, nicht jetzt! Eine Sekunde länger und dein Antrieb wäre explodiert. Mist, der entkommt! Verdammt sei der Erfinder dieser Dinger! Bam! Hier kommt Alec! Alec! Du bist hier und gerade rechtzeitig. Wie zur Hölle hast du mich gefunden? Soll man nicht 3 Tage warten, bevor man sich meldet? Hat mich an deine Signatur gehalten. Ich habe mehr nachgedacht und weniger getrunken und beschlossen, dass es an der Zeit ist, zu handeln. Du machst das großartig. Ich bin vielleicht nicht gut im Verhandeln oder in Diplomatie. Aber das mache ich durch Piu Piu wieder wett. Verdammt, ich habe ihn wieder verloren. Wen? Maddox, habe ich dir doch schon gesagt. Du hast gesagt, dass er für Mr. Kato arbeitet, nicht dass er sein Goldesel ist. Ist er das? Wow, das wusste ich nicht.
Dann gibt es wohl nur einen Weg zu ihm, nämlich über den Big Boss selbst. Natürlich wird er nicht allzu glücklich darüber sein, dass wir einen Teil seiner Truppe abgeknallt haben. Keine Sorge, das sind nur ein paar bezahlte Typen, die sind entbehrlich. Ich habe einen guten Draht zu Mr. Kato. Bist du dir da sicher? Ja, komm, fliegen wir zum Boss. Kato hat immer Zeit für mich. Jedenfalls ist mir klar geworden, dass ich die Sache mit Daryl klären muss. Der dich den Spinnen zum Fraß vorgeworfen hat. Ja, und er schuldet mir das Geld für diesen Job. Außerdem kann ich ihm nichts anhaben, weil er der Neffe von Mr. Kato ist. Alec, in was ziehst du mich da hinein? Entspann dich, Kumpel. Alles wird gut. Ich fühle mich irgendwie nackt, wenn ich in so eine Situation reinspaziere, ohne ein paar Tonnen Schiff um mich herum zu haben. Es wird alles gut werden. Bleib einfach cool und folge mir. Marianne! Oh, Mr. Alec. Wie unerwartet. Flirtest du schon wieder mit mir, Marianne? Mein Freund und ich würden gerne mit dem Boss sprechen. Etwas unerwartet. Sie ist verrückt nach mir. Na, runter! Verdammt! Was macht ihr da? Aufhören! Daryl! Gib mir die Fernbedienung! Du Idiot! Alec, alles okay? Alles bestens, Boss. Und wer zur Hölle ist das? Das ist Adam, Boss. Er würde dich gern um einen Gefallen bitten. Einen Gefallen? Ihr macht mir heute nichts als Kopfschmerzen. Rein mit euch! Alle! Also, reden wir darüber, was hier los ist. Ganz in Ruhe. Daryl, warum hast du Alec und seinem Freund hier das angetan? Weil sie beide nur Ärger machen. Wir haben es gerade noch aus dieser Höhle rausgeschafft. Dafür schuldest du mir was. Hey, stimmt. Mir auch. Warum machst du sowas, ohne mich zu fragen? Dieser Typ hat Maddox nachspioniert. Wer bist du überhaupt? Du solltest doch wissen, dass Maddox unter meinem Schutz steht. Ich will nur mit ihm sprechen. Ich bin kein Kopfgeldjäger, nur ein Freund eines Freundes. Ah ja? Und Alec kennst du woher genau? Oh, Adam und ich kennen uns ewig, sogar länger als wir, Boss. Er ist ein spitzenmäßiger Pilot. Ich habe noch nie einen besseren gesehen. Wirklich? Ist das so? Trotzdem bin ich nicht gerade begeistert, dass du dich in meine Geschäfte einmischst. Wir sollten sie abknallen. Schnauze!
Ich muss mich für meinen Neffen entschuldigen. Er muss noch lernen, wie der Laden läuft. Sacke? Obwohl, Daryl sollte sich lieber selbst entschuldigen. Daryl! Es tut mir leid, dass ich euch in euren sicheren Tod geschickt habe, okay? Seht ihr? Schon ist alles gut. Für jedes Problem gibt es ein kleineres Problem, das sich irgendwie lösen lässt. Wie auch immer, ihr habt mich beim Essen gestört. Die beiden gehen sich ständig gegenseitig an die Gurgel, schon seit... Dein kleiner pelziger Freund hier aufgetaucht ist. Ich bezweifle, dass sie sich jemals vertragen werden. Ich mag den kleinen Kerl, aber Daryl gehört zur Familie. Ich muss sie irgendwie voneinander fernhalten. Aber anstatt zur Gewalt zu greifen, würde ich dir viel lieber ein kleines Angebot machen. Ich kann ein Treffen mit Maddox arrangieren. Aber im Gegenzug brauche ich etwas von dir. Was sagst du? Na, wenn's schnell geht. Und noch etwas. Du musst mir den kleinen, pelzigen Kerl abnehmen. Schon verstanden. Keine Sorge, ich kümmere mich um Alec. Er ist eigentlich ganz okay. Das weiß ich doch. Ich versuche nur, eine friedliche Lösung zu finden. Das ist mein Job. Aber du verstehst sicherlich, dass es Konsequenzen hat. Wenn man mich enttäuscht. Gleichfalls. Wunderbar. Ich mag deine Art. Was sagt man dazu? Der Mann weiß, was er will. Dieses Mal erteile ich die Lieferaufträge selbst, damit es keine komischen Aktionen gibt. Klar, Daryl? Klar, Boss. Okay, so sieht der Deal aus. Du kutschierst ein kleines Paket für mich von A nach B und ich sage dir, wo du Maddox findest. Also schmuggeln. Oh, das ist ein böses Wort. Lass das besser nicht die Ocker hören. Sie sind ziemlich empfindlich, wenn nicht zertifizierte Fracht durch ihr Gebiet geschleust wird. So empfindlich, dass sie einfach jeden abknallen, der entlang der Schmugglerroute fliegt. Ich empfehle dir also, sie irgendwie abzulenken. Mir wurde gesagt, dass ich eine tolle Ablenkung bin. Das bist du, Alec. Das bist du. Oh, ich werde es vermissen, dich dabei zu haben. Was meinst du? Erklär ich dir später. Also, wo fangen wir an? Triff meinen Kontakt auf dem Schwarzmarkt in der untersten Sektion. Dort erfährst du alles Weitere. Es war toll, dich bei uns zu haben. Mach's gut, Alec. Sollte sich als nützlich erweisen.